Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Aha. Das hier wird also ein Arzt sein. Einige der Wacht vom Dach der Felsen sind nicht auf ihren Posten. Schön zu wissen. Okay, hier ist auch irgendwo... Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein, ich kann keine Münzen entbehren. Ich habe nur Waffen. Ein paar Münzen. Glaub mir, ich habe keine Münzen. Nein, Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Alright. Hast du noch nicht genug gejammert? Du kannst wohl nichts anderes. Schon wieder ein armer Mönch. Habt ihr Langeweile oder was? Aus dem Weg. Hol mir deinen Kopf. Wieder ein Kampf. Das wird nicht gut enden. Ja, komm her, du Sack. Du kannst mir nicht entkommen. Der hat doch keine Ahnung, wie gut ich bin. Also, kommt her. Das war ja nichts. Na, komm. Komm, komm. Ach, du hast ohne Strauf. Weg mit dir. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ich möchte ja nicht wissen, wie du Söhne haben kannst als Mönch, aber naja, man weiß ja nicht. Ja, Partisan, super, ich möchte hier aber langsam weg. Okay. Was gibt's als nächstes? Hier gibt's wieder einen Aussichtspunkt. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, jetzt gibt's auch Bogenschützen. Ah, das wird schön. Was denkt ihr, dieser Mann? Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ein seltsamer Mann. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ja, ja. Ich hab dich auch nicht, Mann. Oh, fuck. Komm noch. So, das war's schon. Dass ihr es immer so umständlich machen müsst hier. Okay. Da gehen wir besser so lang. Ja, ich hab nix. Und die Kamera mag mich heute nicht. So, jetzt aber. Und ist hier vielleicht jemand? Ja, hier ist einer. Und ich guck da auch noch hin. Doch, ihr habt hier nichts zu suchen. Ich hab nix. Ich bin nicht da. Ja, ich bin echt nicht da. Kannst mich vergessen. Blöder Penner. Komisch, da guckt der Finger raus. Ach, ist bestimmt nicht so wichtig. Ja. Dreh mir den Rücken zu. Danke. Dein Leben. Schande. Ja, dann halt so. Wo war jetzt der Ausguck? Ach, hier. Mensch, Alter, ihr, was machst du denn? Schön, da ist auch ein Heuwagen. Sofort rennen mit uns. Ist auch alles schön hier. Okay, hier war schon mal nichts. Dann gehen wir jetzt dahin. Hey Jungs, ich glaube, da oben ist euer Bogenschütze tot. Könnt ihr mal nachgucken? Na ja, die haben mich bestimmt nicht gehört. Selbst wenn, ich glaube... Die würden sich dann bestimmt fragen, wo er weiß, dass er tot ist. Hehehe. Mal schauen.
schon was schön. Super. Ach, da ist bestimmt der Aussichtspunkt. Nee, kann ich nicht. Warum antworte ich eigentlich? Mich meinen die bestimmt nicht. Ja. Geh ruhig weg, mein Freund. Nein! Du wirst bluten! Ach, Mann! Das hätte jetzt fast geklappt. So. Das ist immer so umständlich sein muss. Alles nur wegen Aussichtspunkt. Dafür müsste ein unschuldiger, armer Bogenschütze sterben. Naja, ganz arm dran ist er ja nicht, denn er hat ja angefangen. So, schon mal 3 von 11. Oh je. Na gut, versuchen wir es. Auf falsche Taste, war ja klar. Hallöchen. Ach, hier gleich. Schön. Hallo, alter Freund. Alter, ihr. Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Okay. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begann. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Na, wollen wir doch mal hoffen. Sonst wäre es ja total bescheuert. Schau, wo ist der Typ? Ah, hier. Ja, eigentlich hat sich ja die Attentatsnebenmission, denn da darf man überhaupt nicht erwischt werden. Sonst ist es gleich aus. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ja, ich bin auch arm. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ja, ich kann ja verstehen, dass es schlimm ist, aber ich kann dir nicht helfen. Oh. Okay, ich glaube, da nehme ich lieber einen Umweg. Da ist ein Templer. Ich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Okay. Der ist ganz in der Nähe. Ach, der bestimmt. Er muss den Verstand verloren haben. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Weil ich ein armes Schwein bin, deshalb. Ich hab nichts, geh weiter. Okay. Das ist eindeutig unser Ziel. Nur dumm, dass da gerade eine Wache mitrennt. Da kommt auch der Templer später. Mann. Mensch, Alter, komm zurück. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Ja, ja. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein, kann ich nicht. Ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ja, ja. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Ich brauche Geld. Ja, schön, geh wieder da rein. Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte Nein. Nur ein paar kleine Münzen. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Mensch, Meier. Ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Nein, ich hab kein Geld. Lass mich in Frieden. Okay. Jetzt noch auf eine günstige Gelegenheit warten. Am besten dann, wenn diese dämliche Wache dann nicht vor ihm rumrennt. Wenn er nicht plötzlich eine Pirouette macht. Mensch, geh weg. Nein! Mensch! Ich brauch meine Ruhe. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Nein. Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien.
Götzen! Bestellt euren Acker! Schon wieder eine Wache. Mann! Betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben! Das gibt's doch nicht, Mensch! Ist das? Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Ich hoffe mal, dass der es war. Boah, ganz schön neblig hier. Hinfort, Bettler. Ja, ja. Wer hat das getan? Sagt es mir. Seltsam. Warum wird er immer noch angezeigt? Hört nicht auf ihre Lügen. Oh Mann. Oder habe ich noch ein Ziel? Oder habe ich aus Versehen den Falschen umgebracht? Bittet Gott um seine Führung. Wenn eure Herzen rein sind, wird er euch erhören. Bleibt stark, Bürger. Bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wisset, dass Gott über euch wacht. Seine Hand wird unsere tapferen Okay. Habe ich auch so den Falschen getötet, oder was? Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein, ihr könnt... Also vielleicht der? Arm, Herr, ich brauche das Geld. Testen wir mal. Ja, das war er. Oh, nicht noch eine. Nein, ihr versteht das nicht. Na gut. Habe ich vorhin den Falschen umgebracht. Das tut mir dann leid. Aber so, jetzt eh eine Wache weniger. Das fällt doch nicht auf. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Leider nicht, Mädel. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Okay, uns beobachtet gerade keiner. Denk mal, wir sind jetzt auch relativ weit weg von Tatort. Ja, wenn ich sage, wir sind hier sicher, dann kommt gleich ein argwöhnisches Auge. Ach ja. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm. Ich brauche meine Ruhe, Mädchen. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Ich habe keine Münzen. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ja, ja. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Mensch, ich habe keine Münzen. Na, geht doch. Warum hast du nicht gleich beim ersten Mal kapiert, dass ich keine habe? So. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Schön. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Ja, so viel wussten wir vorher auch schon. Aber egal, wir sind trotzdem dankbar. So, nun werden wir auch mal wieder einen Bürger retten, da dürfen wir sogar ertappt werden. Oh, verzeih. Tut das nicht noch einmal, verstanden? Nein, nein. Ich werde in Zukunft aufpassen. Ich höre die doch schon. Stirb, du Dieb.
wagt es, vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Lass mich gehen, ich habe mich vorgetan. Bitte. Ja, hier nimmt sich mal schnell einer das Leben. Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Tu as un problème? Weg mit dir. An dem Heide! Dafür wirst du sterben! Willkommen näher! Du kannst ruhig näher kommen. Ah, wird's noch? Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Schön. Was ist hier passiert? Ja, wieder ein paar Partisanen mehr. Super. So, mal schauen. Jetzt kommt der Aussichtspunkt dran. Oh, was ist das? Oh, der ist gleich da vorne. Super.